Leute, was geht ab, Leute? T-Wobble hier. Heute wieder mit einem Deck-Rating, nach längerer Zeit mal wieder. Da haben wir von einem Fan ein interessantes Klee-Monarchen-Deck eingeschickt bekommen. Da haben wir natürlich Nico, unseren Klee- und Monarchen-Experten. Aber ich weiß nicht, ob er ein Klee- und Monarchen-Experte ist. Nee. Ganz kurz. Nein, ist er nicht. So, schauen wir uns mal das Deck an. Also es ist wie gesagt ein Hybrid-Deck mit Klee und Monarchen, weil die Klee-Monster, weil die Experte, ja. Weil die Klee-Monster natürlich mit den Zauberkarten von den Monarchen wie mit der Sucherkarte und mit Stormforce harmonieren. Und dadurch, sage ich mal, wird die Sucherkarte nicht zur toten Karte, weil man die dann viel öfters aktivieren kann. Auf den ersten Blick, sage ich mal, was mir auffällt, als Monarchen spielt er nur zweimal Erebus, keine Äther. Von den Klima. So, einer ist dabei, ja. Genau. Dann zweimal den Squire und dreimal, also zweimal den dunklen und dreimal den hellen Squire. Sehr viele Klee-Monster, ja. Was überraschend ist. Und ansonsten Zauberkarten, eigentlich da fallen Limiter und dieses Ignite Reload fallen da auf. Und sonst noch zweimal Prime, ja. Also zum Deck würde ich sagen, was ich nicht, sag ich mal, gut finde, ist Limiter Remove und Ignite Reload, die würde ich da nicht spielen, weil die da ziemlich todlastig kommen. Ja gut, Ignite Reload, sag ich mal, nicht tot, aber wenn du es mit dem, er hat viele Ziele mit Ignite Reload, aber wenn er es mit dem Monarchen hat, sag ich mal, bringt die nicht viel. Also die würde ich echt nur spielen, wenn ich ein reines Deck spielen würde, wo ich die einsetzen kann. Im Hybrid-Deck will ich die nicht spielen, weil man da einfach dann von der anderen, von den anderen Monstern die ziehen kann und weil die dann nicht viel bringt. Das gleiche ist dann auch bei Limiter Removal, weil das dann auch nur für die Klee-Monster was bringt und nicht für die Monarchen. Und ansonsten sind es mir etwas zu viele Klee-Monster. Ich würde weniger Klee-Monster spielen. Die Frage ist erstmal, was hat er sich dabei gedacht? Wieso spielt er halb Monarch, halb Klee? Die Variante habe ich öfter online gesehen und die haben manchmal wirklich gut gezogen. Hier nimmt er von Monarchen wirklich das Beste vom Besten, de la Creme, aber... Ja, aber was nimmt er von den Klee-Monstern? Was bringen jetzt diese Klee-Monster? Ich finde die überhaupt nicht gut. Verstehst du, was ich meine? Weil was bringen jetzt diese paar Klee-Monster? Spiel doch lieber ganz Monarchen. Oder wenn du Klee spielst mit diesem Monarchen-Draw, dann haben die auch Card of the Mice gespielt. Und dann war es wirklich Draw pur. Das Deck war dann wirklich stark. Die Frage ist jetzt, was bringen diese paar Klee-Monster? Also die Klee-Monster bringen, indem du zum Beispiel Scout und Monolith hast, kannst du zum Beispiel die Klees spezial beschwören, Pendelbeschwörung, dann kannst du die opfern für Erebus und kannst Erebus leichter rausbringen. Das geht. Aber ob das, genau, er spielt viel, genau, er spielt halt viel auf Pendel. Allerdings muss man sagen, natürlich Scout ohne Summoner's Art, ohne Cards of Demise, ohne Pot of Duality zieht man nicht so schnell. Also die, sag ich mal, das Deck ist da nicht so explosiv, ne? Du hast dann zwar die Zielkarte von den Monarchen, aber andererseits fehlt dir dann doch ziemlich viel an Speed. Ja, so ist es. Er nennt das Deck selber Clifford Turbo. Ja, die einzigen Draw-Karten, die er hat, ist diese Team Monarch-Karte und Ignite Reload. Ja, das ist das Einzige. Ich wollte auch gerade sagen, dass man auf Scout wahrscheinlich nicht zu schnell kommt. Echt schwer, ja. Ja, dann tot. Nein, dann ist er nicht tot, aber er hat halt dann einfach immer, er hat halt genug Monster, um ihn ins Geld zu legen, immer um zu pendeln. Ich glaube, darauf ist er hinaus. Ja. Er spielt ja auch noch, wie gesagt, dreimal, ist klar, das spielt er dreimal Ding. Er hat auch noch The Prime Monarch, wie heißt er nochmal, Stormforce, kann auch seine, die Klee-Monster opfern mit einem Tribut. Also das ist so schon ganz okay von der Ding her, aber ob es halt in der Praxis echt dann so läuft, ob er schnell auf Scout kommt oder schnell auf seine Monarchen, ist halt die Frage. Ja. Das weiß ich, das kann ich jetzt nicht so wirklich sagen. Okay, falls das sein Deck ist, dann ist die Frage, was macht er, wenn Gegner anfängt? Ich sehe zum Beispiel gar keine Handtraps. Und das kann man im heutigen Format nicht machen. Wenn man Game 1 gewonnen hat, Game 2 Gegner fängt an. Er hat keine Handtraps Main.
Und im Side auch nichts. Da müssen Handtraps rein. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Muss. Ja, das mir auffällt, wieder zwei Dappel im Side, aber kein Ragiki irgendwo. Ja. Ja. Verstehe ich auch nicht. Was ist da los? Was ich auch nicht verstehe. Jungs, Ragiki ist erlaubt. Vielleicht verstehe ich da auch was falsch, aber wieso ist Pseudospace im Side, aber wo ist da die Field Spell? Oder? Also da ist. Was ist das eigentlich? Ist das. Das ja, ist die, doch, er hat schon da ist keine Field Spell drin, ja? Ja. Also ja, vielleicht ist es eine Proxy, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Proxy, aber. Was redest du, Nico? Nee, vielleicht hat er 14 Karten Side Deck, aber weiß nicht, was da die 15. Sind sogar nur 13 drin. 13? 13, da weiß ich auch nicht. Ja, also sollte ganz kurz, es gibt online keine Proxys. Online, Nico, gibt es alle Karten, die man rein. Nein, warte mal, ich erkläre es dir. Ja, okay, klar. Also ich, was ich oft mache, ist, dass ich in Side-Deck Karten tue, die ich irgendwie vielleicht irgendwie mal testen will, dies und das und keine Ahnung, vielleicht hat er irgendeine Idee, aber so im Side macht die halt keinen Sinn. Wir wissen es nicht. Was ich auch komisch finde, zweimal diese Climate Change heißt die, glaube ich. Ja, damit holt er sich ja dann Scout wieder zurück. Damit, ja, aber gegen was boardest du die dann? Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, aber... Also das Side-Deck ist auf jeden Fall ausbaufähig. So drei. Also meiner Meinung nach spielt er auch zum Beispiel gegen Burning Abyss oder Mirror Match. Also gegen Cosmo auch nur zweimal. Also das Side-Deck ist nicht so gut. Ja, Eisenmauer bindet ihn selbst, genau. Also kann es sein, dass er seinen ganzen... Vielleicht Support raus tut und dann genau. Nachspielt oder das könnte sein, ja. Das könnte sein, ja. Also das glaube ich nicht, dass er sein Key Support raus tut, weil dann hat er nur noch drei Monarchen. Also wie willst du da, was willst du da machen? Aber ja. Gegen Cosmo boardet er vielleicht die Monarchen raus, wobei das natürlich Stormforce muss er ja drin lassen. Aber vielleicht kann er drin lassen mit den. Ja, aber Erebus ist zum Beispiel gut gegen Cosmo. Ich habe eine Idee. Ich weiß auch nicht. Neues Format. Wenn ihr uns eure Decks schickt, schickt uns eure Punkte und auf welchem Platz ihr seid. Das ist noch gut, dann können wir sehen, ob es läuft, ob es nicht läuft. Und beziehungsweise wie, ja. Weil ja, kommt es erstmal so auf 1300, 1400 Punkte, so auf Top 1000 und dann kann man schon auf DevPro ein bisschen was sagen, ob es ein bisschen läuft. Weil so einfach irgendwelche Decks schicken, da hilft es auch nicht hier lange rum zu philosophieren. Vielleicht bauen wir das irgendwie ein, oder nicht? Also ich sag mal jetzt, im Prinzip ist Monarchen mit Clean eine coole Idee. Allerdings, ich würde da nur die Zauberkarten splashen und nicht die Monster und Prime Monarch. Ich hab das wirklich oben öfter gesehen. Ich hab's auch öfters gesehen. Aber ich spiel's anders. Aber mit Mais, mit Pots, mit Draw. Genau, also ich würde das ohne die Monarchen spielen, ohne die Monarchen-Monster spielen. Weniger Clean-Monster, dafür Demise und Pot, damit es konstanter ist, damit man schneller auf Scout kommt. Weil Scout ist, wenn man, die muss man eigentlich am Anfang haben, damit das, ja, das Deck durchläuft. Entschuldigung. Aber die Frage ist, wie soll ich jetzt da Demise noch mit einbauen bei so vielen Monstern? Ja, dann deswegen sollst du ja Monster cutten. Ja, das meine ich, aber dann musst du ja, dann spielst deswegen, du nur die Besten. Deswegen würde ich ja keine Monarchen-Monster spielen. Deswegen, ich würde die Monarchen Spellkarten drin lassen, weil du kannst auch mit den Kleemonstern suchen und aber die Monarchen würde ich dann rauslassen und dann das wirklich nur auf Anti, aber mit Monarchen Spells als zusätzliches Speed noch spielen. Willst du noch was sagen, Balsch? Das war's. Wie immer könnt ihr eure Deckliste an unsere Facebook-Seite schicken. Möglicherweise jetzt dann auch mit Kommentar und dann vielleicht eurem Ranking und euren Punkten. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dann, leidet nicht. Servus Jungs, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.